bin seit heute offiziell im Rematch. Der Rest. Am Ende des Tages ist es alles fake gewesen. Ich will so schnell wie möglich gehen. Ich wurde basically gerade von meiner Familie rausgeschmissen. Dass ich die ausnutzen würde, bin ich im Rematch gewesen, ein bisschen meinen Ruf zu beschädigen. Und ich blicke nach vorne. Ich bin so bescheuert, dass ich hier sitze und das jetzt, ja, weiß ich nicht, euch jetzt so zu erzählen, weil ich auch nicht weiß, wie ich das erzählen soll, beziehungsweise wie ich das erzählen soll, dass es Sinn ergibt. Aber ich gehe höchstwahrscheinlich nochmal ins Rematch. Wie man hier sehen kann, bin ich schon irgendwie am Packen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob ich das überhaupt jemals so hochladen werde, aber es ist quasi heute Nacht oder heute Morgen, wie auch immer, ist vorgefallen und ich werde vielleicht das irgendwann mal erzählen, aber jetzt gerade einfach nicht. Und ich bin gerade so überfordert mit meiner Packsituation. Ich habe ja schon im ersten Rematch gedacht, dass ich das nicht schaffe, aber jetzt habe ich noch mehr Stuff und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich weiß halt auch nicht, ob es sich überhaupt lohnt. Ich habe jetzt noch ungefähr bis Juli oder Juni, eigentlich will ich ja im Juni zurück nach Deutschland. Das bedeutet, es werden dann noch März, April, Mai, Juni, es sind 4 Monate. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Familie finde. Und wenn nicht, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich zurück nach Deutschland gehe. Eigentlich dachte ich, ich gehe auf jeden Fall jetzt schon nach Deutschland zurück, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich das wirklich möchte. Ja. Ich muss wirklich sagen, das Leben als Au-pair ist hardcore beschissen. Hardcore beschissen, wenn man keine Familie hat, die einen als Familienmitglied behandelt. Oder ja, meine Augen tun so weh vom ganzen Heulen. Ich habe heute so viel geweint und die jucken richtig doll. Ich habe morgen geschwollene Augen, ich sag's euch. Es ist so richtig dick angeschwollene Augen. Mir geht's wirklich beschissen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich meine, guckt euch das an. So, hier. Hier. Das geht alles noch weiter. Ich kann nicht. Das ist so beschissen, Leute. Egal, ich werde jetzt auf jeden Fall weiterpacken. Und keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Mein Bett gerade aus und jetzt der Rest. Leute, ich weiß nicht wie, ich weiß wirklich einfach nicht wie. Ich bin so überfordert. Ja, ich wollte jetzt nochmal mich hier hinsetzen und euch ein bisschen so erzählen, was jetzt gerade passiert. Und zwar bin ich jetzt, also offiziell bin ich noch nicht im Rematch. Wir haben jetzt die Dokumente unterschrieben und ich muss jetzt darauf warten, dass Cultural Care das approved, dass ich ins Rematch gehen darf. Ne? Ich bin an einem Punkt, dass ich noch nie so enttäuscht von Menschen war. Ich habe mich hier 4 Monate lang quasi irgendwo auch bewiesen, dass ich ein Teil der Familie sein wollte. Meine Familie hat mir immer zugesichert, so ja, es ist alles so toll und so. Und am Ende des Tages ist es alles fake gewesen. Es war alles Lüge. So, ich will nicht alle Amerikaner über einen Kamm scheren.
Aber man hört tatsächlich von sehr, sehr, sehr vielen Leuten, dass es hier alles totale oberflächliche Scheiße ist, dass die Leute nicht über Probleme sprechen, sondern einfach das unter den Teppich kehren und wenn dann irgendwas passiert, dann das als Grund nehmen, um einfach dich vor die Tür zu setzen oder sonstiges. Das habe ich jetzt nicht, das habe ich jetzt einfach schon wirklich mehrfach gehört. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich habe die letzten 48 Stunden so viel durchgeheult und ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum gehst du ins Rematch, was ist passiert? Das kann ich an diesem Punkt einfach jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals sagen möchte. Ich arbeite jetzt auch nicht mehr. Ich will hier auch nicht mehr bleiben. Ich will so schnell wie möglich gehen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich zu einer Freundin gehen kann, weil das würde ja bedeuten, während sie arbeitet, müsste ich da sein. Ihre Familie ist an sich sehr cool, aber ich will mich halt auch nicht 2 Wochen lang aufzwingen und aufdrängen. Und das Schlimmste daran ist, ich habe in einer Woche Geburtstag und ich weiß zu 100%, dass ich nicht meinen Geburtstag hier in diesem Loch feiern werde. Nicht bei einer Familie, in der ich nicht erwünscht bin. Nicht mit einer Familie, die mich nicht mit dem Arsch anguckt. Und ganz sicher nicht, wenn ich hier todesunglücklich bin. So, das mache ich nicht. Und ich bin echt ein bisschen enttäuscht, weil meine Organisation eigentlich dafür aufkommen muss, wenn ich nicht irgendwo schlafen möchte, wenn ich nicht hier bleiben möchte. Und ich weiß jetzt halt einfach nicht, was passieren wird. Ich werde hier nicht bleiben. Mit Händen und Füßen werde ich mich dagegen wehren. Das mache ich einfach nicht. Dann fliege ich eher nach Hause zurück, als hier zu bleiben. So bin ich ehrlich. Wobei ich auf gar keinen Fall eigentlich nach Hause will. Ich bin einfach so, ich bin so verloren. Ich fühle mich so verloren. Ich weiß, ich will wirklich nicht übertreiben, aber es ist wirklich so, wie ich mich einfach gerade fühle. Ich hätte nie gedacht, dass diese ganze Au-pair-Story sich mal in so etwas entwickelt. In meinem Leben nicht. Es ist so geistesgestört, wirklich. Egal. Ich muss jetzt nach vorne gucken und das Beste irgendwie draus machen. Alles passiert aus einem Grund. Ich war schon länger ein bisschen unglücklich. Ich habe es mir aber, glaube ich, nicht eingestehen wollen. Und ja, jetzt ist es so gekommen. Leute, es ist so traurig, dass ich jetzt mein Mittagessen hier unten in meinem Zimmer auf dem Boden genieße, weil ich natürlich nicht nach oben möchte. Ich versuche mich nicht oben aufzuhalten. Ich bin seit heute offiziell im Rematch. Ich wurde vor 2 Stunden freigeschaltet. I don't know. Bisher habe ich nur 2 Familien und die sind einfach nur scheiße. Von daher, mal sehen. Ich weiß gerade jetzt irgendwie gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Ich wurde basically gerade von meiner Familie rausgeschmissen. Morgen ist mein offizieller letzter Tag hier und bei morgen muss ich halt weg sein. Und ich hatte, meine Gastfamilie ist jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade in Florida bis Mittwoch, heute ist Montag. Also morgen Dienstag ist mein letzter Tag und sie kommen am Mittwoch wieder und ich habe gefragt, ob ich bis Mittwoch bleiben kann. Es kann sein, dass ich sie abholen könnte vom Flughafen. Es war aber noch nicht safe und dann habe ich halt jetzt meine Pläne so geändert, dass ich am Mittwochmorgen nach Boston fliege bis Freitag, weil ich einfach weg von hier will und ich kann auch nicht in meine neue Gastfamilie, weil die auch im Urlaub sind. Das heißt, ich brauchte basically für eine Woche irgendwas, wo ich bleiben kann. Und jetzt hat meine Gastmutter mir halt richtig asozial Sachen geschrieben, dass ich die ausnutzen würde, dass ich die Einkäufe und so die letzten 2 Wochen einfach so auf deren Kosten gelebt habe. Und das stimmt erstmal nicht, weil ich über meinen Geburtstag 5 Tage lang nicht da war, weil ich wusste, dass ich nicht sozusagen bei dem bleiben möchte. Ich habe nicht für mich eingekauft, sonstiges. Ich war einmal einkaufen und das war auch für die. Und jetzt wirft sie mir sowas vor und hat mir auch so geschrieben, weil die jetzt nicht zu Hause sind, ja, schick uns Bilder, du musst das Zimmer und alles sauber gemacht haben und so weiter. Und ich denke mir mittlerweile so ganz ehrlich, fuck you. Also es tut mir leid, ich nehme jetzt auch gar kein Blatt mehr vor den Mund, weil ich habe hier gerade meine Augen ausgeheult. Meine Organisation hat sich nicht bei mir gemeldet. Ich wusste weder, wo ich hingehen kann, was meine Optionen sind, noch wo ich tatsächlich sein werde.
ich habe halt jetzt eine Freundin gefragt, ob ich von morgen bis Mittwoch halt bei ihr schlafen kann. Und sie fragt jetzt ihre Gasteltern, ob das in Ordnung ist. Und ich glaube, ich hoffe, dass es geht. Ich bin so am Zittern und schockiert und sprachlos, was die mir geschrieben hat, dass ich wirklich an den letzten 5 Monaten, die ich hier war, einfach komplett den Glauben verloren habe. Alles, was ich gemacht habe, war voll für den Arsch. Es war gelogen von vorne bis hinten. Ich habe sie am Freitag noch zum Flughafen gefahren. Sie haben mich umarmt und alles. Und jetzt, ich meine, es ist ja nicht so, dass... Also ich werde hier behandelt wie so ein Parasit, der irgendwie, keine Ahnung, sich durchfressen will. Und das ist einfach so assi und so mies, weil ich im Leben sowas nicht machen würde. Und ich habe einfach keine Worte. Ich bin einfach am Ende. Ja, das ist jetzt gerade so das Update. Hey Leute. Ich weiß, ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Aus dem Leben genommen. Egal, ich habe wieder nur bis... Also warte, ich bin um 2:30 ins Bett. Oder um 3, keine Ahnung. Und dann musste ich schon wieder um 9 aufstehen und ich bin absolut tot. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade meine Sachen zu meiner Freundin fahre. Und deswegen kann ich meine Sachen halt zu ihr bringen, damit ich halt, wenn ich aus Boston wiederkomme, nicht nochmal hierher muss und meine ganzen Sachen abholen muss. Das ist dann trotzdem jetzt für mich eine 1,5 Stunden Fahrt hin und zurück. Aber egal. Was halt ein bisschen scheiße ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Normalerweise hat meine Gastfamilie für Tank bezahlt. Und jetzt habe ich gestern einen tollen Anruf bekommen von meiner Gastmutter, die ja gesagt hat, dass ich mich hier, keine Ahnung, durchfressen würde und sowas alles. Das heißt, wenn ich jetzt nach Geld für den Tank frage, bekomme ich das eh nicht. Und ich hatte halt voll getankt und ganz ehrlich, dann denke ich mir jetzt auch so, dann fahre ich jetzt einfach mit dem Auto und verfahre den Tank bis auf den letzten Kilometer oder Meile, wie auch immer, und gebe somit halt wirklich zero Fs, ihr wisst, was ich meine. Weil ganz ehrlich, so, also ich lasse mich halt echt nicht so behandeln. Also ich bin so... Keine Ahnung, ich kann es nur wieder, immer wieder sagen, ich habe keine Worte dafür. Ich finde es absolut asozial, wie die mich behandelt haben. Und ich darf ja auf Bett fahren. Und ich bin einfach nur sprachlos nach wie vor. Aber it is what it is. Ich habe natürlich erstmal hier meinen Kaffee und noch einen Smoothie und noch mein Wasser. Weil ich habe nicht gefrühstückt, es ist 10 Uhr und ich brauche irgendwie Nahrung. Leute. Ja, okay, auf jeden Fall, ich fahre jetzt los. Bye! Ja, es ist ein bisschen her, dass ich mich bei euch gemeldet habe und euch ein kleines Live-Update gegeben habe. Deswegen dachte ich mir, mache ich das heute. Wo fange ich eigentlich an? Also, ich fange dann mal bei dem größten Punkt an. Und zwar, ja, gehe ich ins Rematch, beziehungsweise bin ich im Rematch gewesen und habe nochmal eine neue Familie finden müssen. Was ich jetzt Gott sei Dank auch getan habe. Ich bin jetzt im Prozess vom, ich packe meine Sachen und versuche irgendwie zu managen, auch noch dann umzuziehen. Es ist alles total over the top. Ich weiß gar nicht, wo mir mein Kopf steht. Meine jetzige Gastfamilie ist gerade in Florida, also habe ich auch nochmal hier so ein bisschen meine Ruhe. Und das ist halt für mich mental dann einfach besser, habe ich das Gefühl, weil ich mich da nicht so viel stresse. Ich kann mich auch mehr oben aufhalten, weil es nicht so unangenehm ist. Und deswegen, es ist einfach so crazy. Also ich will halt nicht, also ich möchte nicht unbedingt auf den Grund eingehen, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, warum ich ins Rematch gegangen ist, es ist etwas vorgefallen. Da kann man sagen, ich trage auf jeden Fall eine Teilschuld. Ich wusste von diesem
von diesen Regeln nichts. Trotzdem ist, wie die Art und Weise meine Familie die Sache gehandelt hat, nicht in Ordnung gewesen. Direkt zur Organisation zu laufen und zu anderen Leuten und das rumzuerzählen und mich als irgendwie schlechten Menschen einigermaßen auch so ein bisschen darzustellen und sozusagen ja auch irgendwie so ein bisschen meinen Ruf zu beschädigen, geht einfach gar nicht. Und ich bin auf gar keinen Fall irgendwie on bad terms mit denen. Wir sind eigentlich im Guten auseinandergegangen, zum Schluss noch, also wenn man das so nennen kann. Mein Gastvater hatte mir da, oder meine Gastfamilie hatte mir angeboten, hier zu bleiben. Nachdem sie aber zuerst auch schon gesagt haben, so, ja, willst du gehen? Und ich kann halt zwischen den Zeilen lesen und habe dann mit schon verstanden, so, okay, es ist Zeit für mich zu gehen. Und es ist nicht nur das, es war schon vorher, es waren schon vorher Punkte, wo ich gesagt habe, so, Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ich nicht mitgenommen wurde zum Essen, wenn die essen gegangen sind. Die hatten Freunde hier und dann haben sie so gesagt, so, ja, möchtest du mitessen? Und dann so, ach so, ja, aber wir haben leider doch nicht genügend Untersetzer. So, wo ich mir so denke, so, also was ist das für ein Bullshit, was ist das für eine Ausrede? Und dann sehen sie, wie ich in der Küche selber Essen koche, so, und es gab so viele Punkte, wo ich so dachte, okay, ich habe mir schon in den letzten Wochen immer mal wieder so gedacht, irgendwie ist das nicht das Wahre, will ich hierbleiben, will ich nach Hause, will ich ins Rematch. Aber ich habe halt gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht für 4 Monate nochmal ins Rematch, wenn nichts Konkretes vorgefallen ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe jetzt hier. Und dann ist dieser Vorfall passiert und ich dachte so, was ist das? Ist das jetzt hier ein Zeichen oder keine Ahnung was? Und ich glaube halt wirklich auch daran, dass alles aus einem Grund passiert. Und vielleicht war das der Grund, keine Ahnung. Aber um nochmal auf die Sache von vorhin zurückzukommen, mein Gastvater hatte mir dann angeboten, okay, du kannst hier bleiben unter der Voraussetzung, du hast am Wochenende kein Auto mehr und deine Freunde dürfen nicht mehr herkommen. Und dann war ich so, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Also so, ich habe einen Fehler irgendwo begangen, aber ich habe jetzt 4,5 Monate hier gelebt und werde dann damit so bestraft, beziehungsweise 5 Monate und werde dann so bestraft damit, dass ich für die nächsten 4 Monate keine Freizeit mehr am Wochenende machen kann oder immer darauf immer davon abhängig bin, dass jemand anderes mich abholt. Das geht nicht. Und vor allem auch nicht, wenn meine Freunde alle weiter weg wohnen. Und ich wohne ja im Staat Connecticut. Ich bin die Einzige, die im Staat Connecticut wohnt. Alle meine Freunde wohnen im Staat New York. Und dann kann ich halt, also dann sind die halt meistens einfach nicht, oder ist es denen nicht erlaubt, dass sie zu mir fahren, weil sie halt nicht im gleichen Staat sind? Und es ist einfach für mich keine Option gewesen, dann zu sagen, ja, okay, dann bleibe ich. Also erstmal nicht deshalb und zweitens auch, weil es komisch war. Und ich dachte mir halt auch so, okay, die Mädels wussten das direkt und es war einfach unangenehm. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, tut mir leid, aber das mache ich nicht. Zuerst wollte ich ganz nach Hause gehen, also ich wollte nach Deutschland. Dann habe ich aber gedacht so, ich will jetzt hier nicht nach Hause, was will ich zu Hause? Es ist viel schlechteres Wetter. Ich müsste mit meiner Familie wieder zusammenleben und ich hätte keinen Job. Also das heißt, ich müsste mir auch einen Job suchen und das geht auch nicht von jetzt auf morgen. Also dachte ich so, nein, ich bin hier noch nicht mit meiner Experience vorbei, beziehungsweise ist noch nicht vorbei und ich möchte hier bleiben und deswegen habe ich dann den Schritt gewagt. Und natürlich gab es ein Risiko, dass ich keine Familie finde, aufgrund dessen, was passiert ist, weil das können die Familien halt lesen. Aber ich habe gedacht, okay, ich versuche es einfach und dann kann ich im Nachhinein immer noch sagen, ich habe es wenigstens versucht. Und thank God habe ich eine Familie gefunden. Ich habe tatsächlich ganz viele Anfragen bekommen, aber auch hauptsächlich aus anderen Staaten. Und ich war so, nee, also wenn ich hier bleibe, dann wirklich nur hier, weil ich auf jeden Fall nicht für 4 Monate nochmal von vorne anfange und meine Freunde hier zurücklasse und dann nochmal irgendwo anders neue Freunde finden muss. Und vorausgesetzt, da gibt es auch Au-pairs, weil das ist nicht überall. Also hier gibt es so viele Au-pairs, das ist unglaublich. Deswegen ist es eigentlich schon garantiert, dass man hier Freunde findet. Aber das ist nicht in Kansas oder Wyoming oder was auch immer. Und deswegen habe ich halt wirklich hier habe ich mich wirklich nur bei Familien hier umgehört und umgeschaut. Und ich bin so dankbar, dass ich wirklich jetzt hier eine Familie gefunden habe. Ich denke mir jetzt so, okay, es kann natürlich nochmal nach hinten gehen, ich weiß es nicht. Ich bin natürlich auf einem positiven, also ich gucke positiv darauf, aber du weißt es halt einfach nie. Ich bin deren erstes Au-pair, das kann auch positiv oder negativ sein, you never know. Aber für 4 Monate denke ich mir auch so, so what? Also ich kann immer noch nach Hause gehen, es zwingt mich keiner hier zu bleiben. Und
ich habe den Support von meiner Familie und von meinen Freunden, auch wenn ich nach Hause gehen würde. Aber ich möchte halt nicht gehen, weil ich selber natürlich einfach hier gerne bin. Und ja, genau, deswegen so viel dazu. Also, it's a whole lot, es ist ganz viel passiert. Aber ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann jetzt damit abschließen. Ich mache jetzt ein neues Kapitel auf und ich blicke nach vorne. Und deswegen bin ich jetzt wirklich happy, dass ich einfach nächste Woche zu der neuen Familie gehe. Aber jetzt das einzige Problem ist, jetzt ist ja gerade Urlaub. Alle Schulkinder haben Ferien und alle sind auch im Urlaub. Und ich wäre eigentlich in Costa Rica bei meiner Schwester. Rematch hat sich natürlich die beste Zeit ausgesucht, sodass ich nicht nach Costa Rica fliegen kann. Und ich jetzt hier bin. Und ich habe jetzt eine Familie gefunden. Das heißt, ich müsste jetzt hier einfach nur warten, weil die erst am 1. März wieder zurückkommen, beziehungsweise mich dann brauchen, weil sie jetzt auch eine Woche im Urlaub sind. Und ich bin halt offiziell nur noch bis Dienstag hier, heute ist Sonntag, also nur noch 2 Tage. Und dann müsste ich mir irgendeine Bleibe suchen. Und meine Organisation, surprise, surprise, denkt sich so, ja, ist uns egal, so keine Ahnung, wir kümmern uns darum nicht. Das ist halt beschissen, um es mal auf ganz Deutsch zu sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr excited auf das, was jetzt kommt. Ich bin natürlich auch traurig, dass das, was jetzt so passiert ist, aber again, everything happens for a reason und ich glaube einfach, dass das so kommen hätte sollen und wir sind nicht, wir haben kein Bad Blood oder so, wir verstehen uns immer noch einigermaßen okay, meine Gastfamilie und ich, und ich glaube, es ist so einfach am besten. Und ja, genau, das ist so mein kleines Live-Update. Ich weiß, es ist wieder voll so, okay, warum, was ist passiert, und es ist a lot, aber it is what it is. Und ich will damit auch wirklich nochmal zeigen, dass dieses Au-pair-Leben, Leute, es ist kein Ponyhof, es ist nicht dieses, oh mein Gott, du lebst in New York und alles ist so toll. Nein, das ist ein harter Job. Man denkt sich so, ja, okay, es ist ja, keine Ahnung, es ist ein harter Job. Es kommt aber auch natürlich immer auf die Familie und auf die Kinder drauf an. Du kannst eine tolle Familie haben, wo du die beste Zeit deines Lebens hast, aber du kannst auch eine Familie haben, die dich einfach nur als billige Arbeitskraft sehen. Und das ist im Endeffekt das, was sie sind. Wir sind billige Arbeitskräfte, aber wir sind junge Mädels aus Europa, keine Ahnung, schlaue Mädels, was auch immer. Und ich werde mich nicht so behandeln lassen. So, es ist einfach so. Und wenn du dann halt eben eine Familie findest, wo es eben nicht so rosig ist, dann ist das einfach beschissen. Und du musst dann selber damit klarkommen, wie das Leben ist, ob du damit zurechtkommst oder nicht. Oder ob du sagst, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe. So. Und deswegen alle Leute, die mir immer schreiben auf Instagram, oh mein Gott, das ist so toll. Leute, glaubt nicht alles, was im Internet so gezeigt wird, weil es ist nicht immer so, wow, ich gehe hier feiern, wow, ich bin hier in New York auf dem Times Square oder keine Ahnung. Ich bin so dankbar, dass ich es habe, 100%, don't get me wrong. Aber es ist nicht immer so, wie man es darstellt auf Instagram. Und deswegen nur ein kleiner Reminder, dass alles nicht immer so ist, wie es aussieht. Und ja, deswegen, ich bin trotzdem extrem dankbar, dass ich diese Erfahrung hier machen kann und die Möglichkeit natürlich habe, auch eine neue Familie zu finden. Das ist natürlich auch immer noch so eine andere Sache. Aber ja, es ist nicht immer alles so schön und rosig, wie es aussieht. Ja, deswegen, ich würde sagen, das ist jetzt ein gutes Schlusswort, um dieses Video an dieser Stelle auch irgendwo zu beenden. Falls ihr Fragen habt, shoot me in the comments oder schreibt mir auf Instagram, es ist mir egal. Ich versuche immer zu antworten. Und wenn ihr auch Fragen habt, ich werde bald auch noch ein Video zum Au-pair-Leben machen. Aber das mache ich dann erst, wenn diese ganze Situation over ist und ich mich gesettelt habe in meiner neuen Familie. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen Informationen gebracht. Keine Ahnung, was mit mir passiert ist, warum, wo ich war, alles. Und dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat beim Zusehen. Und ja, ich ein bisschen euch mehr erklären konnte, was bei mir gerade abgeht. Danke fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und auch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich nehme euch trotzdem gerne mit in meinem Leben als Au-pair hier in Amerika und hoffe, dass ihr auch im nächsten Video wieder einschaltet. Und deswegen bis dann. Ciao.